Wie sieht's aus, Gallia? Habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt? Ja, wir haben ein schönes Fragment gefunden, das meinem Hinkelstein etwas Farbe schenkt. Das Problem ist, dass wir noch zwei andere finden müssen, bevor wir Edda finden können. Und dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wo sie sein können. Wartet mal, lasst mal sehen. Wisst ihr was? Ich habe schon mal so ein ähnliches Fragment gesehen. Wovon sprichst du, Epidemais? Wie ihr wisst, habe ich einen Laden in Tyros in Phönizien. Und ich kenne die Stadt wie meine Hosentasche. Wie dem auch sei, ich bin mir absolut sicher, dass ich so ein Fragment im Tempel von Baal gesehen habe. Ja, genau so eins war es. Die große Priesterin von Tyros, Feuerwachtis, besitzt ein anderes Fragment eures Hinkelsteins. Da bin ich mir sicher. In Phönizien? Hier? Epidemais, du bist unsere Rettung. Auf nach Tyros! Und so stachen unsere Helden Richtung Süden in See. Eine Überfahrt, die Epidemais mit geschlossenen Augen verlebte. Schließlich kannte er die Route in- und auswendig. Obelix hingegen hielt die Augen offen, um nach römischen Galeeren Ausschau zu halten, denen er freundlich guten Tag sagen konnte. Nach einer reibungslos verlaufenden Überfahrt bis zur phönizischen Küste und gerade als die Stadt Tyros und der Tempel von Baal endlich in Sichtweite kamen, setzte Epidemais zu einem kleinen Umweg an. Gallia, ich lasse euch lieber hier raus. In Tyros sind die Zollbeamten wahre Geldeintreiber. Und wenn ich mit euch zusammen anlege, muss ich am Ende noch eine Touristenbeförderungsabgabe zahlen. Ist es denn von hier noch weit zur Stadt? Nein, überhaupt nicht. Tyros ist gleich um die Ecke. Sehr gut. Na los, Obelix. Und nehmen wir uns in Acht. Wenn wir zu auffällig sind, geben wir eine tolle Zielscheibe ab. Es hat ewig gedauert, dieses Tor von Tyros zu öffnen. Glaubst du, wir werden das Fragment die ganze Nacht lang suchen, Asterix? Um das Fragment zu finden, müssen wir erst einmal den Tempel von Baal finden, Obelix. Kommt näher, Gallia! Kommt näher! Was für eine Freude! Es ist Jahre her, dass ich neue Gefolgsleute hatte. Kommt und verehrt den Gott Baal, den Wächter des Feuers. Ich verstehe absolut nichts, was diese Geschichte von Baal und dem Wächter angeht, Asterix. Ich weiß nur, dass es kein Spiel ist, Obelix. Miraculix war sehr ernst, als er von diesen Legenden erzählte. Miraculix? Ihr kennt meinen alten Freund Miraculix? Wir kennen ihn nicht nur. Er schickt uns sogar. Ich verstehe. Und ich fürchte, ich verstehe, warum ihr hier seid. Während Asterix die Geschichte von Edda Heimdallier und dem Kristallhinkelstein erzählt, dachten wir uns, dass eine kleine Tempelbesichtigung ganz nett wäre. Denn es ist schließlich immer sehr wichtig, sich auf Reisen weiterzubilden. Oh, das müssen wir wohl leider auf ein anderes Mal verschieben. Ich glaube, unser Held hat bereits zu Ende erzählt. Ich habe es schon immer gesagt. Cäsar mag zwar Kaiser sein, aber er ist ein Lümmel. Eine Frau entführen, um ein Land zu erobern. In welcher Zeit leben wir denn? Edda Heimdallier ist eine Freundin. Und sie hat mich darum gebeten, das Feuerfragment zu bewachen. Ich vertraue es euch an. Aber Vorsicht! Mit diesem Fragment hat der Snæfellhelgr Jökull noch mehr Kraft. Vielen Dank, Feuerwachtis. Weißt du zufälligerweise, wo sich das letzte Fragment befindet? Das letzte Fragment wurde einem griechischen Weisen anvertraut, der auf Kreta lebt. Und wie heißt dieser weise Mann? Den Namen kenne ich nicht. Aber ich glaube, dass er als Einsiedler oben auf einem Berg lebt. Er müsste noch dort sein. Auf einem Berg? Welchem Berg? Während ihr euch unterhaltet, werde ich meinen Hinkelstein kurz abstellen und mich 5 Minuten auf diese Bank setzen. Achtung, Obelix! Die Kräfte dieses Hinkelsteins sind wirklich verblüffend. Aber er zieht zu viel Aufmerksamkeit auf uns. Brandstifter, die Ausgangssperre nicht beachten! Stehen bleiben, Priesterin von Baal! Feuerwachtis, kennst du einen Ort, wo du dich in Sicherheit bringen kannst? Ja, bei einer Freundin. Aber sie wohnt in einer der dunklen Gassen dort. Kein Problem. Mein Hinkelstein wird uns den Weg leuchten.
Willkommen zu einem neuen Video mit dem Dibidub in Asterix und Obelix XXL 3 mit einem verzauberten Hinkelstein. Ich weiß gerade nicht genau, wie das heißt. Diamant. Der Kristall-Hinkelstein. Denn ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, wie wir hier wunderbar den verschönern können. So auch nicht. Was ich damit machen kann. Und jetzt gehen wir mal zerstören und vereisen kann er. Wenn er mit dem Eishammer zuschlägt, vereist er seine Gegner und macht sie somit bewegungsunfähig. Mit dem Versteinerungsteil haut er sie einfach nur weg. Kann zum Verteidigen von bestimmten Dingen nützlich sein. So, bitteschön. Das ist die genaue Erklärung, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Christus groß ist. Ich weiß, was die zwei Sachen unterschiedlich machen. Gott sei Fix. Warum haust du da drauf, du Blude? Ich wollte nicht da drauf hauen, ich wollte nicht da runterhauen, aber ich kann nicht, ja nicht. Aber mal ganz gut. Weg damit. Jetzt hier vereisen. Vereisen! Stopp! Ich könnte sich bewegen. Ist sehr praktisch, so können unsere Gegner uns nicht so viel Schaden machen. Das war der falsche Knopf. Naja, er ist auch so tot. Er ist tot. Und das ist gut. Wildschwein. So, da hinten ist auch noch was. Und ein Zaubertrank für mich. Das ist richtig gut. Der Zaubertrank kann dir retten in den Arsch. Weiter. Hafen. Was soll? Nix oder wie? Okay, ich nicht. Ist überhaupt ein Sinn? Keine Ahnung. Sinn habe ich nicht verstanden. Ah, doch, da oben war was. Oben war was gerade. Ja, aber das. Kommen wir dann von da oben hier hinter? Nein, da hinten, da wo mein Minden hing. War gerade was. Stein. Siehst du da oben? Aua, aua, aua. Stein. Kiste. Oh, Steinkiste. Scheide Kiste, du. Haufen Geld drin. Naja, das Geld hält sich in Grenzen. Aber hey, kein Viech macht auch Mist, Leute. Ich. So, da hoch würde ich ganz gerne kommen wollen. Ah! Wuhu! Wuhu! So, 9. Bist du sicher, dass hier Leute wohnen? Asterix! Fix, riechst du, was ich rieche? Es riecht nach Wildschwein. Wildschwein. Da rutschen wir runter, okay. Komm mal, nett. Okay. Was haben wir? Ah, okay, verstehe. Rutsch nicht raus, Obelix. Obelix, du musst aufpassen. Es ist hier eisig. Und da ist oben. Hui. Noch mehr ins Wasser? Christa will unbedingt baden. Im Eiswasser. Autsch, 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 autsch. Das tut so weh. Ja. Das ist, dass du so gehässig gerade warst. Alle hätten noch rübergehen können. So. Du, das ist ja okay, aber ich laufe immer direkt wo. Ich möchte nicht, wo du sagst. Merkst du das, Junge? Oh, ist das geil. Oh, da ja nicht gut drauf. Oh, scheiße. Oh, kennt ihr das? Wenn ihr euer Ohr kratzt und das sich einfach so richtig geil anfühlt. Oh. Oh. Ah. Ich krieg einen Gummigasmus. Ein Orgasmus. Ein Ohr. Das riecht nach einer Falle. Ich rieche nichts. Meine Nase ist verstorben. Scheiße. Alter Mann. Du bist zu fett dafür, dass du sterben könntest. Hallo? Ich will meinen Zaubertrank. Robin, ich darf doch meinen Zaubertrank. Danke.
Ich bin für so etwas zu müde. Ach, oh Gott. Wieder ganz auf die Galerie gestellt. Tatsächlich, ja. Ist denn? Ich weiß ja, was ich habe nicht mehr genug Energie dafür. Ab ins Wasser damit. Oh, endlich. Rutze fix! Ich hasse das mit dieser Kameraperspektive. Dreh durch. Dämlich. Ach hoch. Er geht da hoch. Jetzt bin ich ganz nass. So. Okay. Ich verstehe. Ouch. Kriegst du wieder ab und du bist am Sterben. Er war einfach zu fett dafür, dass er in das Loch gefallen wäre. Das war ein Problem. Ich hab die Kamera und du bist da drüben. Okay. Da hätte ich meinen Weg gefunden, dass ich auch mal rüberkomme. Da musst du auch noch irgendwie hochkommen. Ja. Soll ich mal machen lassen, was ich. So? Ja, ist hier. Warte mal, ich probier mal was. Ah! Ein Geschehen! Ah, hau doch mal drauf! Ein Stein wahrscheinlich. Ah, das ist ein. Okay, nach einer Zeit geht es wieder. Okay. Die höchste Stelle einführen. So. Jetzt mach rechts rum. Oh. Ja, okay. Warte mal schön. Dann kann er gleich wieder loslegen. Tja, ich rutsche da runter, ich kann nicht springen. Dann lasse ich da eins mit Wasser und das lasse ich mal so. Und du kannst doch hüpfen, oder nicht? Hm. Also. Ah, das ist scheiße. Drehen wir noch mit meins ein? So. Jetzt. Natürlich in die falsche Richtung, aber ja, zack. Ah, da gleich ich einfach durch. Ach, keine Ahnung. Kein Bock auf die Scheiße jetzt. Dann probieren wir es mal da drüben. Komm mal, das war das nicht gerade. Ja, fast geschafft. Okay. Gut. Nochmal. Moment. Ich habe ja geschafft. Bist du schon wieder David? Ja. Irgendwie schon. Ah, guck mal, das ist eine Brücke. Ja. Zaubertrank. Du bist mein Fan. Wildschwein. So würde ich das verdammt langsam, was Wildschweine an die Jagen angeht. Ja. Ey, aber das hat auch einen Affenzahn drauf. Das hauen wir drauf ein. So. Kein Zweifel des Wildschweines. Oh.
Ich bin für so etwas zu müde. Ich habe nicht mehr genug Energie dafür. Ich habe nicht mehr genug Energie dafür. Ich muss den Stein wechseln, dafür, dass es umbrechen kann. Ja, das habe ich gerade gesagt. So, der Wolf anders, so wie ich das wollte. Das war das Problem dabei. Da? Boah, hier. Da runter. So, Energie. Ich hasse dieses Laufen. Gerade eben halt, noch. Falsche Richtung. Ja, mag. Wie sieht's aus, Galia? Habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt? Ja, wir haben ein schönes Fragment gefunden, das meinem Hinkelstein etwas Farbe schenkt. Das Problem ist, dass wir noch zwei andere finden müssen, bevor wir Edda finden können. Und dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wo sie sein können. Wartet mal, lasst mal sehen. Wisst ihr was? Ich habe schon mal so ein ähnliches Fragment gesehen. Wovon sprichst du, Epidemais? Wie ihr wisst, habe ich einen Laden in Tyros in Phönizien. Und ich kenne die Stadt wie meine Hosentasche. Wie dem auch sei, ich bin mir absolut sicher, dass ich so ein Fragment im Tempel von Baal gesehen habe. Ja, genau so eins war es. Die große Priesterin von Tyros, Feuerwachtis, besitzt ein anderes Fragment eures Hinkelsteins. Da bin ich mir sicher. In Phönizien? Hier? Epidemais, du bist unsere Rettung. Auf nach Tyros! Und so stachen unsere Helden Richtung Süden in See. Eine Überfahrt, die Epidemais mit geschlossenen Augen verlebte. Schließlich kannte er die Route in- und auswendig. Obelix hingegen hielt die Augen offen, um nach römischen Galeeren Ausschau zu halten, denen er freundlich guten Tag sagen konnte. Nach einer reibungslos verlaufenden Überfahrt bis zur phönizischen Küste und gerade als die Stadt Tyros und der Tempel von Baal endlich in Sichtweite kamen, setzte Epidemais zu einem kleinen Umweg an. Gallia, ich lasse euch lieber hier raus. In Tyros sind die Zollbeamten wahre Geldeintreiber. Und wenn ich mit euch zusammen anlege, muss ich am Ende noch eine Touristenbeförderungsabgabe zahlen. Ist es denn von hier noch weit zur Stadt? Nein, überhaupt nicht. Tyros ist gleich um die Ecke. Sehr gut. Na los, Obelix. Und nehmen wir uns in Acht. Wenn wir zu auffällig sind, geben wir eine tolle Zielscheibe ab. Aui, kaputt. Komm hier, nicht durch. Fett down. Tut mir leid, ich bin halt dick. Findest du irgendwie lustig, wie die dann... Egal, weißt du was, lauf hier einfach durch. Lauf, wir haben es oft übersehen. Es kackt sich das auch nicht mal ein. Ist halt einfach, man muss sowas von Anfang an machen, halt mittendrin. Ist schon zu spät. Kann man einfach durchrennen. Ah, weg damit. Was willst du Alarm schlagen? Halt aufpassen. Auf hier links, auf hier rechts, auf hier links, auf hier rechts. Autsch, danke. Nicht weit! Ja. Stopp! Er macht doch hier so einen Platz, wo hier schon schön. Ich mach den Platz, der wo uns als erstes sieht und dann Alarm schlägt.
Wie viele Römer passen eigentlich dieses kleine Zelt? Da kann man durch. Magic. Aber anscheinend nur ein Aussichtspunkt. Okay. Schade. Hätte das jetzt irgendwie gut oder so. Ich war das nicht. Aber war jetzt gerade irgendwas? Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Scheiß verdammter Bogenschütze. Oder Speerwerfer, wie nachdem. Hops, hops, oh Mann. Ah, da muss man sogar rüber hopsen. Wie kann man das nicht zerstören? Das ist ein Problem. Oh, wollen wir das unten wirklich? Noch was? Ein Wunder, ne? Also, lass dich mal da nach oben. Ne? Dein Balken ist halb voll. Schlag doch drauf! Wie soll ich draufschlagen, wenn ich kein Leben habe? Ich meine, bevor du die ganze Zeit dir vereist, schlag doch einfach drauf. Wenn du dich drehst, kann dich keiner schlagen. Wenn ganz mal zuschlägst, würde dich schlagen. Was ist denn so ein Scheiß? Verhext! Nein! Ach, was ich will nicht nachbleiben! Bleib doch da draußen jetzt! Ja, vielleicht noch drei. Das hat mich nur nah an ein Rufierfall gerade. Zack. Alles ist untergebaut. Autsch! Du kriegst mich da runter. Piss dich! Autsch! Er hat mich gepiekst. Autsch. Mhm. Das tut nur weh. Tut mir leid. Alter! Ups! Ey! Pistole! Wieder! Lass mal den Scheiß da stehen! Lass mal den Scheiß da stehen! Du kannst doch nicht schlagen. Schon wieder tot? Ja. Meine Fresse, zum Glück bist du in diesem Spiel nur respawnen. Da hätten wir tatsächlich hoch. Das ist aber echt am Arsch gewesen. Ah ne, halt mal. Ja, da hätten wir hoch müssen. Hab's doch gewusst. Noch irgendwas? Bleib hoch. Umlegen. Okay, ich komm zu dir. Ja, ob du so und so rumgehst, das ist ja eigentlich egal. Gut.
gefragt? Ich habe nicht mehr genug Energie dafür. Voll auf. Da kommt Boom. Aha, ich kann mit dem Kreis kann ich ein Erdbeben erzeugen. Okay, das heißt, damit kann ich dann TNT hochladen. So zünden wir mehr. Okay, cool. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich hab gedacht, das hättest du die Erklärung geschaut. Scheiße. Egal. Ups. Das ist fett und nicht gesund. Und dabei sind wir noch Kugel und. Hier ist das berühmte Tor von Tyros, Obelix. Wir müssen nur noch an dieser römischen Garnison vorbei und schon sind wir in der Stadt. Ich weiß nicht, ob es die Sonne ist, aber sie sehen goldbraun gebraten aus, diese Römer. Goldbraun gebraten? Ah, da können wir gleich eindreschen, wie so irre. Ich habe ein bisschen was mit dem Leid. Ah, guck mal da hin. Na, ein bisschen Geld war hier noch versteckt, du. Alter, Geld ist Verstecker. Der ist aufgetreten. Aber gibt's unten noch irgendwas? Nö, gell? TNT, kann man hier noch? Da geht's zurück. Okay, weiter geht's. Okay, aber anscheinend haben wir das Ding gescheit gekurbelt. Und es hat ein Limiter, wie lange das unten bleibt. Das sollten wir uns schicken. Anschickmund. Ah, es geht schon nach oben, die Sau. Ist schon, du bist schon wieder tot? Zaubertrank. Zaubertrank? Nein! Jetzt ist wirklich nicht der Moment zum Okay, da komme ich hoch. Aber wir können vielleicht TNT schmeißen. Nein, wir können kein TNT werfen. Oder hast du bis jetzt geschafft, altes TNT zu werfen? Bist du jetzt runtergeflogen? Nein. Ich hab gesagt, wie? Was? Bin ich runtergeflogen? Ich bin da gerade runter, wo du jetzt gerade stehst. So. Ah! Präzise Schläge. Ja. Mach weg, den Shot. Da! Oh, Alter! Prügel hat mich da mal runter! Und Prügel ist wieder ständig runter! Ich glaube, ich bin langsam! Kann mein Bauch sein! Mann, nee! Machst du die alle kaputt? Was ist das für eine Scheiße jetzt? Nein! Nein!
Oh, was für ein Verarsche ist das? Was für ein Assi-Scheiß war das jetzt? Achso, wir müssen uns beeilen, dass wir da durchkommen. Ich muss jetzt mal rennen. Ich muss rennen. So schnell wie möglich. No. Oh, check ich vorne hinten auch wieder zu. Nein, wir müssen. Egal. Das Tor da vorne schließt sich automatisch, wie du siehst. Warum bin ich so langsam? Weiß ich nicht. Wir müssen da rein. Schwupps. Ich habe gewonnen. Jetzt heißt es blechen. Immer dieses Blech hier. Es hat ewig gedauert, dieses Tor von Tyros zu öffnen. Glaubst du, wir werden das Fragment die ganze Nacht lang suchen, Asterix? Um das Fragment zu finden, müssen wir erst einmal den Tempel von Baal finden, Obelix. Kommt näher, Gallier! Kommt näher! Was für eine Freude! Es ist Jahre her, dass ich neue Gefolgsleute hatte. Kommt und verehrt den Gott Baal, den Wächter des Feuers. Ich verstehe absolut nichts, was diese Geschichte von Baal und dem Wächter angeht, Asterix. Ich weiß nur, dass es kein Spiel ist, Obelix. Miraculix war sehr ernst, als er von diesen Legenden erzählte. Miraculix? Ihr kennt meinen alten Freund Miraculix? Wir kennen ihn nicht nur, er schickt uns sogar... Ich verstehe. Und ich fürchte, ich verstehe, warum ihr hier seid. Während Asterix die Geschichte von Edda Heimdallier und dem Kristallhinkelstein erzählt, dachten wir uns, dass eine kleine Tempelbesichtigung ganz nett wäre. Denn es ist schließlich immer sehr wichtig, sich auf Reisen weiterzubilden. Oh, das müssen wir wohl leider auf ein anderes Mal verschieben. Ich glaube, unser Held hat bereits zu Ende erzählt. Ich habe es schon immer gesagt. Cäsar mag zwar Kaiser sein, aber er ist ein Lümmel. Eine Frau entführen, um ein Land zu erobern. In welcher Zeit leben wir denn? Edda Heimdallier ist eine Freundin. Und sie hat mich darum gebeten, das Feuerfragment zu bewachen. Ich vertraue es euch an. Aber Vorsicht, mit diesem Fragment hat der Snefelhelger Jökull noch mehr Kraft. Vielen Dank, Feuerwachtes. Weißt du zufälligerweise, wo sich das letzte Fragment befindet? Das letzte Fragment wurde einem griechischen Weisen anvertraut, der auf Kreta lebt. Und wie heißt dieser weise Mann? Den Namen kenne ich nicht. Aber ich glaube, dass er als Einsiedler oben auf einem Berg lebt. Er müsste noch dort sein. Auf einem Berg? Welchem Berg? Während ihr euch unterhaltet, werde ich meinen Hinkelstein kurz abstellen und mich 5 Minuten auf diese Bank setzen. Achtung, Obelix! Die Kräfte dieses Hinkelsteins sind wirklich verblüffend. Aber er zieht zu viel Aufmerksamkeit auf uns. Brandstifter, die die Ausgangssperre nicht beachten! Stehen bleiben, Priesterin von Baal! Feuerwachtis, kennst du einen Ort, wo du dich in Sicherheit bringen kannst? Ja, bei einer Freundin. Aber sie wohnt in einer der dunklen Gassen dort. Kein Problem. Mein Hinkelstein wird uns den Weg leuchten. Salve, dir gefällt mein Video? Dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, Joey.